Ein sehr köstliches Rezept habe ich jetzt für euch, was auch wahnsinnig viel fürs Auge hermacht. Das ist so eine richtige Wow-Torte. Aber die macht gar nicht so viel Arbeit. Ihr macht nämlich einfach nur einen Biskuitteig und eine Creme. Und dann wird das Ganze zusammengesetzt. Und es sieht nachher aus wie eine Wiese. Es ist nämlich eine Moostorte. Und der Biskuit ist so grün, nicht wegen der Lebensmittelfarbe, sondern weil da Spinat reinkommt. Der wird später püriert mit Zitronensaft. Das Ganze kommt in den Biskuitteig. Und für den brauchen wir Mehl, Backpulver, Zucker, Öl, Eier. Und dann wird das Ganze richtig schön grün. Und dann kommt einfach nur eine Creme rein, die richtig schön frisch und lecker ist. Und die besteht aus Sahne, Quark, Zitronensaft und Puderzucker. Und garniert wird die grüne Wiese dann nachher mit Obst und mit Blümchen, also mit so Blütenblättern. Also es ist so ein richtig toller Kuchen, wo man denkt so, ach, der hat viel Arbeit gemacht, aber hat er gar nicht. Das ist so ein Angeberkuchen. I wanna be that guy. Los geht's mit dem Farbstoff und den mache ich mir ganz natürlich mit Tiefkühlspinat, den ich mit Zitronensaft püriere. Das grüne Gemüse stammt übrigens gar nicht aus Deutschland, auch wenn es einem so vorkommen mag. Spinat soll ursprünglich aus Persien kommen und 90% der weltweiten Ernte wird in China angebaut. Und ich baue mir daraus nun eine essbare Wiese. Und das kommt ganz zum Schluss in meinen Biskuitteig und da fange ich mal an, den jetzt aufzuschlagen und zwar richtig schön schaumig, die Eier mit dem Zucker. Damit das schön schaumig wird, rühre ich zuerst nur die Eier und lasse dann nach und nach den Zucker dazu rieseln. Den Rest macht die Maschine ganz von allein. Mit dem Handrührer geht's natürlich auch. Dann müsst ihr beim Reinschütten nur ein bisschen jonglieren. Also ihr könnt euch merken, wenn das Ei so hell wird, also noch nicht weiß, aber so hellgelb, so pastellig, dann ist es genau richtig. Ich schlage das jetzt weiter, gebe noch das Öl dazu und dann ist es richtig fluffig. Das Geheimnis für die Fluffigkeit, alle Zutaten langsam dazugeben, also auch das Öl. Wenn man es auf einmal reingießt, wird das Ganze eher fest statt luftig. Hier lohnt sich ein bisschen Sorgfalt, da die Zuckereimischung durch das langsame Zugeben die Flüssigkeit besser aufnehmen kann. Dann hat man eine richtig schöne, lockere, cremige Masse. Denn noch ist das kein Teig, aber gleich. Und in diese Masse hebe ich jetzt alles unter. Zuerst das Mehl zusammen mit dem Backpulver, ganz vorsichtig, damit alles luftig bleibt. Und dann ist endlich unser Farbstoff dran, der Spinat. Spinat ist ja wahnsinnig gesund, hat wahnsinnig viel Vitamine, ist gut für den Blutdruck, für die Verdauung. Eigentlich sehr gut für den ganzen Körper. Das sieht doch schon mal aus wie Frühlingswiese. Jetzt kommt das Ganze in eine Backform. In die spanne ich vorher doch schnell Backpapier. Zusätzlich fettet ihr die Ränder am besten ein. Ein bisschen naschen ist erlaubt, ne? Jetzt kommt das Ganze in den Ofen bei 180 Grad für circa eine Stunde. Während die Wiese da im Ofen wächst, mache ich mich direkt an die Creme. Für die schlage ich erst einmal die Sahne steif und mit etwas Puderzucker sorge ich für die richtige Süße. Was ihr machen könnt, das mache ich jetzt mal kurz, ich gehe einmal noch in den Quark rein. Und mix ihn ein kleines bisschen. Dann wird er so ein bisschen fluffiger. Dann kann man ihn gleich leichter unterheben. Ich bin ja ein großer Fan von Arbeitserleichterung. Und das hier ist schnell gemacht. Jetzt drüber damit in die große Schüssel. Das Unterrühren geht nun super easy. Quark ist was Feines. Als letztes gebe ich nun den frisch gepressten Saft einer halben Zitrone dazu. Drüben im Ofen höre ich auch schon das Gras wachsen. Was macht mein Biskuit? Es duftet. Ach,
toll. Können wir mal gucken. Man sieht jetzt hier, dass Spinat drin ist. Hier oben ist er jetzt allerdings nicht wahnsinnig grün, der Kuchen, denn hier hat er natürlich die braune Schicht. Und genau die entferne ich jetzt. Dazu trenne ich ein paar Millimeter mit einem großen Brotmesser oben ab, damit meine Wiese richtig schön grün leuchtet. Die Schicht lege ich beiseite für später. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, ab auf eine Tortenplatte mit ihm. Nun halbiere ich ihn noch einmal mittig mit Hilfe eines Trennblechs. Wenn ihr keins habt, schnappt euch einfach einen flachen großen Teller. Da gebe ich jetzt die Creme drauf. Wichtig, erstmal nur die Hälfte. Dafür schön gründlich bis in die letzten Ecken. Meine Wiese soll ja keine Löcher bekommen. Ist ja schließlich kein Golfplatz. Dann kommt der zweite Boden drauf, schön vorsichtig, damit er nicht zerbricht. Und dann darauf noch die restliche Creme. Und damit es kein weißer Winterrasen ist, brösle ich etwas von der abgeschnittenen Kuchendecke drauf. Und schwupps, ist alles grün. Jetzt kann ich die Wiese nach Herzenslust bepflanzen. Dafür könnt ihr nehmen, was ihr mögt. Ich verwende für Salis essbare Blüten, Blaubeeren, Himbeeren und Granatapfel. Ich bilde mir auch ein, sie riecht ein bisschen nach frischem Gras und nach Waldbeeren. Ihr wisst, wer sich gleich als Maulwurf da durchwühlt? Ich. Und wie gesagt, ihr könnt sie dekorieren, wie ihr möchtet. In meiner Moostorte trifft Spinat auf süßen Quark und fruchtige Beeren. Crazy Kombi? Ja. Und unfassbar lecker. Pflanzt sie unbedingt mal in eure Küche. Also hier, macht ganz viel her. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter dekorieren. Bis sie fertig ist, dauert es einfach noch. Aber wenn ihr noch mal alle Rezepte nachlesen wollt, speziell auch dieses hier, dann könnt ihr das tun auf six.de. Und ich wünsche euch noch eine fantastische Woche. Und ganz viel Spaß beim Nachbacken.